Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin dankbar, dass unsere Fraktion dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, denn die Agrarministerkonferenz naht. Wir werden ja im April uns auch mit diesem Thema befassen. Und ich bin natürlich auch mit Hochdruck dabei, Anträge vorzubereiten und dazu auch noch mal Fachwissen einzuholen. Wer weiß, dass Professor Hamm, der ja lange Jahre hier in Neubrandenburg an der Hochschule tätig war, gestern zu einem Vortrag bei uns im Hause war, explizit auch zu dem Thema, der wird nachvollziehen können, dass ich seit Jahren der Auffassung bin, dass wir bei Lebensmitteln dringend ein staatliches Siegel benötigen. Frau Feike hat ja eben schon darauf hingewiesen, im ökologischen Landbau oder in der Eierproduktion ist uns das gelungen. Ich hoffe, dass Sie das alle wissen. Und auch so einkaufen, Ostern steht ja auch ein Stückchen vor der Tür. Wenn man so will, ist ja Null oder O ist die ökologische Eierhaltung. Das mit der Eins bezeichnete ist die Freilandhaltung und Bodenhaltung mit tatsächlichem Auslauf. Das kann ich mir ausdrücklich für den Frischfleischbereich ausdrücklich sehr gut vorstellen. Insofern möchte ich auch zu dem Antrag der Grünen betonen, ich arbeite hier mit Baden-Württemberg sehr, sehr eng zusammen. Und mit dem Staatssekretär Reimer habe ich gerade auf der Biofach noch mal sehr lange über unsere beiden Anträge diskutiert. Das müssen Sie wissen, falls jemand heute damit kommt. Und wir beiden Länder sind da sehr, sehr eng in der Zusammenarbeit. Es gibt ja eine nicht veröffentlichte Studie, ich weiß nicht, ob die jemand kennt von Ihnen, durch das BML oder durch das Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg auf den Weg gebracht. Mir liegt diese unveröffentlichte Studie vor. Insofern kann ich daraus auch nicht zitieren, aber es zeigt eben genau das, was wir auch wollen, dass wir den Verbrauchern eine klarere Möglichkeit der Entscheidung an die Hand geben wollen. Und ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die neuesten, auch von gestern gerade vorgestellten Umfragen repräsentativ und nicht einfach so mal nebenbei darauf hindeuten, was wir schon lange auch gehofft und gewünscht haben, dass tatsächlich eine ganz breite Schicht der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind für Herkunftsland Deutschland, weil man weiß, dass hier schärfere Bedingungen sind und dann auch in einem abgestuften Verfahren, ob Bio oder insbesondere regionale Produkte zu kaufen, auch bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. In Anbetracht der aktuellen Situation in der Landwirtschaft halte ich es für ein Gebot der Stunde, dass man die Blockade jetzt aufgibt, ausdrücklich. Da haben wir es ja in den vergangenen Jahren insbesondere mit der CSU und der CDU zu tun gehabt. Und ich wünsche mir sehr, dass dieser Antrag, der für mich auch Rückenwind bedeutet, für die Agrarministerkonferenz, nämlich die qualitätsoffensive Landwirtschaft, sowohl für den konventionellen Bereich als auch für den ökologischen Bereich voranzutreiben, dass dieser jetzt Früchte tragen wird. Ich will insofern auch betonen, dass wir ja auch zeigen können und beweisen können, dass durch unsere Initiativen, ich habe ja mal im Übrigen mit Renate Künast zusammen gekämpft, dass wir die Käfighaltung bei den Legehennen aufgeben, das ist im Jahr 2004 gewesen, da waren immerhin noch 77, fast 78% der Tiere der Legehennen in Deutschland im Käfig. 2004 ist alles noch nicht so lange her. 2004 haben wir es dann abgeschafft und 2009, war noch nicht ganz abgeschafft, deswegen komme ich ja darauf, aber 2009 hatten wir dann noch 1,3% Hühner in Deutschland im Käfig. Mecklenburg-Vorpommern hatte damals schon keine mehr, weil wir das konsequent durchgezogen haben und heute gibt es in Deutschland keine Käfighaltung mehr. Das zeigt also, es geht. Es geht insbesondere bei frischen Produkten. Aber ich weise auch darauf hin, das werden Sie auch alle genau wissen, dass wenn wir jetzt ad hoc mit allem uns alles wünschen und fordern, dann kommen wir wieder zu keinem Ergebnis, weil wir in einem europäischen Kontext uns befinden. Und wie verwoben und mit welchen Querverbindungen das Fleisch, das in der Industrie dann verarbeitet wird, die wir zum Teil aus Convenience oder Halbfertigprodukte und so weiter heute in unseren Märkten wiederfinden. Deswegen sage ich, lassen Sie uns anfangen mit dem Frischfleisch. Geflügel wäre da eine optimale erste Aufschlag beim Frischfleisch. Ich glaube, auch bei Schwein und bei Rind geht das ohne weiteres und auch bei Schaf und Ziege geht das in gleicher Weise.
dass wir schrittweise mit diesem staatlichen Siegel, das gibt es bis heute nicht, auch das ist meine Grundüberzeugung, dass wir gerade in dieser Phase, in der wir uns befinden, endlich ein staatliches Siegel in Deutschland festsetzen, das diese Qualitätsmerkmale auch verknüpft und verbindet, aber gleichzeitig auch tierwohlorientierte Grundgedanken darin mit eingebunden werden. Sie werden diesen Antrag dann in Richtung auch des der Agrarministerkonferenz wiederfinden. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir hier einen Durchbruch bekommen. Und ich hoffe, dass wir damit auch einen wertvollen Beitrag auch für eine umweltgerechtere, eine artgerechtere Tierhaltung bekommen. Und dass die Verbraucher und Verbraucher, die ein hohes Vertrauen im Übrigen ja zu unseren Lebensmitteln insgesamt haben, sowohl zu den ökologischen als auch zu den konventionellen, dass man bereit ist, auch in der Zukunft mehr Geld für hochwertige Lebensmittel auszugeben. Denn, auch das will ich abschließend nochmal sagen, wenn wir uns überlegen, wir verbrauchen pro Kopf in Deutschland heute knapp 90 Kilogramm Fleisch, da kann sich jeder ja auch nochmal überprüfen, das sind immerhin 38 Kilogramm Schweinefleisch, 38 Kilogramm, das sind 11 Kilogramm Geflügel, wobei das ja leicht und deutlich weiter ansteigt, das sind immerhin auch 9 Kilogramm Rindfleisch und dann sind es noch sogenanntes sonstiges Fleisch, das ist insbesondere dann das Wildbret oder besondere Arten von Fleisch, die dieses Fleisch in der Regel nicht in Deutschland und Europa aufwächst. Also auch das an dieser Stelle gesagt. Und wenn man sich überlegt, allein in Deutschland sind 2014 8,2 Millionen Tonnen Fleisch in Deutschland selber verarbeitet worden, da kann man sich auch vorstellen, dass ein Großteil der immerhin 182 Milliarden Euro, die wir Deutschen im Bereich der Lebensmittel ausgeben, ein großer Teil davon eben auch Fleisch und andere Produkte, insbesondere Milch, Molkereiprodukte, Geflügel und Fisch darstellen. Und ich glaube, wir sind hier auf einem vernünftigen Weg und ich wünsche mir ausdrücklich, dass dieser Antrag uns Rückenwind gibt und ich hoffe, dass wir endlich dabei einen Schritt weiterkommen. Das Gleiche gilt im Übrigen, das wissen Sie auch, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir längst die Ampel auf Lebensmittel mit den Hinweisen zu Gesundheitshinweisen, sowohl positiver Art, aber auch der Risikofaktoren. Wie alles im Leben ist es immer ein Kompromiss. Bis heute haben wir den nicht erreicht. Leider, auch das ist an den Ländern gescheitert, die ich vorhin schon genannt habe. Ich bedauere das sehr, weil wir gerade in einer Zeit auch leben, wo man nach Orientierung sucht und wir hätten damit natürlich auch die Marke der deutschen Lebensmittel weiter nach vorne gebracht, sowohl im internationalen als auch im nationalen Maßstab. In dem Sinne würde ich mir wünschen, wenn dieser Antrag unterstützt wird. Vielen Dank.